Hi Leute, das hier ist die Fortsetzung zu dem Video Lieber Benjamin. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall anschauen, weil ihr dann vermutlich dieses Video, was jetzt kommt, nicht so ganz verstehen werdet. Deswegen erstmal Teil 1 anschauen, das verlinke ich euch hier unten in der Infobox, als auch einmal hier oder hier oben. Und dann könnt ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und euch das anschauen und jetzt zu diesem Video oder danach, besser gesagt, zu diesem Video zurückkehren und euch das nochmal anschauen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich so ganz starten soll. Ich habe euch ja schon auf Instagram erzählt, dass ich da super viele Informationen erhalten habe und auch mit dem Täter so gesehen, wenn man das so sagen kann, telefoniert habe. Und dieses Gespräch war wirklich, es war wie im Kindergarten, ne Leute, er ist ganze 4 Minuten dran geblieben. Und ja, das werde ich euch gleich alles nochmal einblenden. Ich muss natürlich die Stimme verzerren. Ich werde auch meine Stimme verzerren, weil ich da keine Lust habe, das alles so zu schneiden. Das dauert einfach viel zu lange und es macht dann auch gar keinen Sinn. Deswegen, ich werde einfach meine Stimme mit verzerren, also nicht wundern. Aber ich fange erstmal von vorne an, damit ihr das Ganze auch versteht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte ja den Ausweis von Benjamin bekommen, wir haben auch einmal telefoniert, da habe ich ihn aber anonym angerufen und seine Handynummer hat er mir dann bei Facebook geschickt, da habe ich nämlich auch Kontakt damals zu ihm aufgenommen und ich lese da halt nie meine Nachrichten, also ich bin so selten bei Facebook online und demnach hat er dann wahrscheinlich auch gesehen, wer ich bin, was ich mache und hat mich dann per E-Mail kontaktiert, weil er auch mein Video gesehen hatte und hat mir dann eine E-Mail geschrieben, die kann ich euch auch vorlesen. Moment, also dass ich mich halt eben bei ihm melden soll und so, aber ich lese euch das mal vor, damit ihr das dann auch versteht, wie ich dann überhaupt darauf gekommen bin und mit dem Verdächtigen, sage ich jetzt mal, telefonieren konnte. Hallo, ich bin der, von dem der Ausweis ist. Ich habe nun herausgefunden, wie dieser Typ an meinen Ausweis gekommen ist. Er hatte ja zuvor erstmal vermutet, weil sein Geldbeutel wurde ja vor einigen Monaten geklaut, dass es halt irgendwie damit was zu tun hat. Aber dem war nicht so. Ebenso habe ich bereits Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Bitte melde dich doch mal kurz am Handy bei mir, wäre echt sehr nett. Du erreichst mich von Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr zu 100% unter meiner Handynummer. Und dann hat er mir seine Handynummer gegeben. Würde mich über kurzen Kontakt freuen, eventuell können wir uns auch gegenseitig helfen. Ich hatte mit dem Typ sogar kurz Kontakt gehabt und wurde letztens auch von ihm betrogen. So. Und da dachte ich mir so, hä, krass. Und dann habe ich ihm dann halt die Bilder von seinem Ausweis geschickt, was ich ja zuvor nicht gemacht habe. Und da meint er so, total krass, weil er hatte ihm, also es wurde ein Handy verkauft, dieses Handy wurde für 500 € verkauft, wo ich dann halt auch schon so gesagt habe, kam dir das nicht komisch vor, dass so ein Handy für 500 € verkauft wird? Und er meinte so, ja, es gibt ja Leute, die wollen halt schnell Geld machen, schließen einen Vertrag ab und wollen das dann schnell loswerden, Hauptsache schnell Bargeld machen. Hat er auch recht, aber irgendwie wäre mir das trotzdem komisch vorgekommen. Auf jeden Fall haben die das dann auch geprüft, ob die IBAN-Nummer und so weiter, nee, nicht IBAN, IMEI-Nummer, genau, ob die schon mal aktiviert wurde und so weiter, das kann man ja sehen. Und das Handy war definitiv neu. Und dann haben die sich auch keine Gedanken gemacht. Und dann wollte der Typ auch seinen Ausweis haben, der das halt verkauft. Und er hat ihm zur Sicherheit seinen Ausweis geschickt, weil er meinte, nee, Handynummern tauschen ist nicht so seins. Und ich habe auch hier den ganzen Verlauf von denen, aber den werde ich jetzt hier nicht einblenden, weil das unrelevant ist. Auf jeden Fall wurde sein Ausweis eben abfotografiert, weil er das Handy für eine Bekannte kaufen wollte. Und diesen Ausweis habe ich dann letztendlich bekommen. Also der hat mir seinen Ausweis geschickt. Und er hatte natürlich auch einen Ausweis bekommen und nachdem dann überwiesen wurde, das war übrigens dieselbe IBAN-Nummer, an die ich überwiesen hatte, also es hat alles übereingestimmt, das war echt krass, ja, wurde sich dann auch nicht mehr gemeldet wie bei mir. Und dann habe ich natürlich gesehen, okay, so heißt der junge Herr und habe mich dann auf die Suche gemacht, habe dann auch seine Mutter im Internet gefunden. Seine Mutter, ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, was sie macht, aber auf jeden Fall habe ich dann auch herausgefunden, dass es sich da um diese Jungs quasi, die sind ungefähr so mein Alter gewesen, handelt es sich um Zwillinge. Dann habe ich noch ein paar andere Recherchen gemacht und habe dann auch einige Sachen festgestellt, die super verdächtig waren, Leute, wo man so dachte, also die kann ich jetzt hier öffentlich nicht sagen, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel rausgefunden. Ich bin Detektiv Nummer 1, glaube ich. Also Leute, ich glaube, mein zweiter Beruf müsste einfach Detektiv sein, wirklich. Ich kann nicht mal Detektiv aussprechen, will Detektiv werden. Auf jeden Fall hatte ich dann auf einen Schlag alle Infos zusammen und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, vom Bild her sehen die gar nicht so aus, als würden die irgendwas machen. Auf gar keinen Fall. Aber wenn man dann tiefer gebohrt hat, hat man gesehen, okay, da ist irgendwas faul. So, demnach habe ich mich dann auf die Suche gemacht, habe dann auch eine Handynummer natürlich gefunden und habe dann dort angerufen. So, das war 23 Uhr und ich habe mir gedacht, mir egal, es ist eh die Zeit, wo jeder zu Hause ist, also rufe ich da jetzt einfach mal an. Besonders muss man auch noch betonen, ich habe die Nintendo Switch damals auch um 2 Uhr oder ja doch 2 Uhr nachts habe ich die gekauft. Und ja, da habe ich mir gedacht, da ist bestimmt auch jemand nachtaktiv wie ich, da kann man auch mal anrufen, wird nicht schaden. Natürlich ist da auch jemand drangegangen und ich war mir auch ziemlich sicher, dass es die Person ist. Und es hat sich während des Telefonats auch noch bestätigt,
weil ich den Ausweis von seinem Bruder hatte. Also ich habe den Zwillingsbruder so gesehen gefunden. Er hat seinen Bruder komplett verleugnet und ja, also das Ding ist halt, ich werde jetzt einfach mal wie so eine Reaktion auf dieses Telefonat machen und werde euch dann immer sagen, was ich davon denke und was ich davon halte. Genau, so werden wir das jetzt mal machen. Und das Gespräch ist wirklich, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, es ist richtig, richtig lustig am Ende, weil da rastet der komplett aus. Also das wird echt hammerhart. Wo ich mir so dachte, am Anfang, der war ja noch voll nett, aber er wollte natürlich was wissen von mir. Aber wir hören uns das jetzt mal zusammen an. Ich habe jetzt hier meine Kopfhörer drin. So, und wir öffnen jetzt mal das Video. Das ist wirklich so lustig, Leute. Ihr werdet euch echt... Also ich musste auch kurz lachen, weil es war alles so richtig so... Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung, ihr werdet es jetzt selber sehen. Achtung! Dann habe ich seine Nummer gewählt. Und dann hat er mich weggedrückt erstmal. Genau, das Erste war, dass er mich eben weggedrückt hat, weil ich natürlich anonym angerufen habe und nicht mit Nummer. Achso, übrigens habe ich parallel auch noch seiner Mutter bei WhatsApp geschrieben. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich denn da? Ich habe den Namen jetzt extra weggepiepst und jetzt hört mal zu, was ich sage oder was ich ihn frage. Hast du zufällig einen Bruderrest? Nee. Also schau mal, den Bruder verleugnet. Habe ich nicht, ich habe keinen Bruder. Kommt dir der Name irgendwie bekannt vor? Nee. Nee, den Namen hat er auch noch nie gehört. Gar ist zwar nicht. Sein Bruder, aber den hat er auch noch nie gehört, den Namen. Ja, das kann ich Ihnen das gleich sagen, wenn ich das auch herausgefunden habe, wer Sie sind. Woher haben Sie die Nummer? Das ist so jetzt die erste Frage, weil er wahrscheinlich schon wusste, weswegen ich anrufe. Und dann war jetzt so sein erster Gedanke, warum ruft die mich an? Woher hat die meine Nummer? Aber hört mal weiter. Weil ich habe nämlich einen Ausweis von Ihnen bekommen. Von mir? Ja, über eBay. Von mir gibt's keinen Ausweis. Ja, wie gesagt, dann von Ihnen oder vom Bruder halt, ne? Und da war dann halt diese Nummer hinterlegt. Ach nee, der hat noch nie einen Ausweis gehabt in seinem Leben. Also von ihm existiert gar kein Ausweis. Wo ich mir so dachte, also wenn mich, glaube ich, jemand angerufen hätte, wäre ich eventuell genauso drauf gewesen wie er, aber ich hätte schon längst aufgelegt. Oder hätte halt gefragt, wie, was, wo. Ich habe ihm ja auch noch die Daten quasi gesagt, weil ich wusste ja, dass er das ist. Und dass ihm auch der Ausweis so gesehen gehört, beziehungsweise seinem Bruder. Und er wohnt genau da, wo der Bruder auch wohnt. Da bin ich mir auch zu 1 Million% sicher, sonst hätte ich ihm das ja auch nicht gesagt. Hätte mich das jemand gefragt, ich hätte da vielleicht auch gesagt nein oder so. Aber nur, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und weil ich mir dann gedacht hätte, es ist vielleicht ein schlechter Scherz oder so. Aber an seiner Stelle hätte ich dann schon so gefragt, hä, können Sie mir das mal erklären? Aber er wusste richtig Bescheid. Ich bin hinterlegt und da wollte ich mich dann halt gerne mal informieren, weil ein iPhone verkauft wurde für 500 Euro und das jetzt dementsprechend natürlich auch zur Anzeige gebracht wird. Okay, ja, meinen Ausweis können Sie nicht haben und meine Nummern eigentlich auch nicht. Wo ist die her? Wie gesagt, die habe ich über eBay. Die war da eingetragen. Wie sicher er sich war, dass ich seinen Ausweis definitiv nicht haben kann. Aber wie ist er sich denn da so sicher, wenn er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat? Kann ja sein, dass irgendjemand, also ich habe ja mit dem Benjamin zum Beispiel damals auch gesprochen und er meint dann auch so, hä, wie, Sie haben meinen Ausweis bekommen? Ja, das kann damit zusammenhängen und er blockt direkt ab und sagt so, nein, das kann ich gar nicht gewesen sein. Aber hört in weiter. In verschiedenen Kundenkonten. Okay, das wundert mich jetzt. Und? Ich habe nichts verkauft. Und die Adresse, Moment. Das war auch eine Lüge, weil die habe ich natürlich nicht von eBay. Aber er wird sich jetzt bestimmt wundern, welchen Fehler habe ich gemacht. Und das wollte er mich jetzt in diesem Gespräch auch die ganze Zeit fragen. Ja, die Adresse muss ich jetzt auch mal kurz wegpiepsen. Die Verbindung ist irgendwie ziemlich miserabel. Hallo? Ja, hallo? Ja, hören Sie mich? Ja, nicht so gut. So, jetzt hat er gesagt, dass die Verbindung miserabel ist, damit er kurz Nachdenkzeit hat, Leute. Er war richtig schlau, als ob die Verbindung schlecht war. Der hat mich die ganze Zeit gut gehört. Jetzt auf einmal, wo ich die Adresse ausgesprochen habe, ist seine Verbindung plötzlich schlecht. Also wissen Sie gar nicht, was es damit wieder auf sich hat. Nee, aber ich weiß auch nicht. Nee, hier steht ja... Jetzt habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Weil der heißt nämlich anders und er so, nee, das bin ich nicht. Ja, den gibt's, glaube ich, also, soweit ich weiß, auch nicht. Den gibt's, glaube ich, also nicht, nee. Und weiter? Es wäre genauso, wenn ich jetzt geantwortet hätte, wie heißt du denn eigentlich mit Nachnamen? Dann sage ich so, ich heiße Sarah, Mara. Genau so eine Antwort hat er mir auch geliefert. Er heißt, also wie jetzt
Es hat sich gereimt. Hört euch das einfach mal an. Ach so, ist jetzt echt ein bisschen erfunden, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, was sie da gefunden haben, aber... Ja, wie gesagt... Ich... nicht, außer die Telefonnummer offensichtlich. Ja, schon... Seine Daten sind es nicht, offensichtlich nur die Telefonnummer. Ist auch so ein Widerspruch. Sehr seltsam, weil das habe ich ja übrigens aus einer so sicheren Quelle. Sicherer geht's gar nicht. Okay, ja, das macht ja nichts. Das macht nichts. Jetzt kein Verhör. Kein Verhör. Nee, aber kommt wahrscheinlich bald dazu, denke ich mal, weil sie verarschen ja dauerhaft irgendwelche Leute bei eBay, ne? Ich verstehe jetzt aber nach wie vor... Und jetzt, anstatt zu sagen, ich verarsche keine Leute bei eBay, erklären Sie mir doch bitte, was passiert ist, kommt ja, woher haben Sie aber meine Nummer? So, weil er sich so dachte, wo habe ich diesen Fehler begangen, dass ich meine Nummer da eingetragen habe? Das geht doch gar nicht, so wisst ihr, wie ich meine? Er wollte unbedingt wissen, woher habe ich seine Nummer? Tja. Nicht diese Telefonnummer... Die kann damit, die nicht kann so damit definitiv stehen. Nicht in Zusammenhang stehen. Aber Sie wissen stehen. Ja, wovon... Nein, weil er hat sie nirgendwo eingetragen. Er hat sich ja einen Plan gemacht, wie er die Leute so gesehen abzockt. Und das kann aber jetzt nicht sein mit der Nummer. Ach übrigens, die Antwort von seiner Mutter war auch wirklich... war tipptopp. Aber Sie wissen ja, wovon ich gerade rede, oder nicht? Nee, ich verstehe gar nicht, worum es geht. Ach so, verstehen Sie gar nicht, worum es geht. Aber wissen, dass die Telefonnummer nicht damit in Zusammenhang gebracht werden kann, oder was? Ja, weil ich ja mit solchen Dingen nichts zu tun habe. Ach so. Ich verkaufe nichts. Ach so. Aber stimmt, mit falschen Namen verkaufen Sie ja was. Wie bitte? Unter falschen Namen verkaufen Sie ja was. Also gleich bräuchte ich mal Ihren Namen, dann werde ich Sie wegen hier Verleumdung, glaube ich, mal anzeigen. Ja, können Sie mal gerne machen. Jetzt fragt er mich wirklich, wie ich heiße. Wie ist denn Ihr Name? Hätte ich auch mal sagen müssen. Sarah Mara ist mein Name. Ja, dann sagen Sie mal gerne Ihren Namen. Ja. Wie ist Ihr Name? Das ist echt richtig lustig hier. Ich rufe ja an, um das zu klären. Anonym, und um 23 Uhr anrufen ist auch lustig. Ja, weil ich ja gerne mein Geld wieder haben will. Von ja, dann überweist das doch nicht irgendwelchen Leuten, wo du keine Ahnung von hast. Ja, aber ich habe doch Ahnung, von wem es kommt. Ich habe das ja recherchiert hier. Und da bin ich ja auf diese mehreren Konten, auf diese mehreren eBay-Konten gestoßen und konnte das ja somit herausfinden, ne? Oh, geh mir nicht auf den Sack, du Fotze! Das ist er, ne? 100%. Das ist er, weil sonst hätte er nicht so lange geredet. Vor allem, wenn ich aus wäre, das ausgerechnet. Ja, ja. Ja, also wie ihr seht, am Ende ist er sehr, sehr böse geworden. Und hat dann auch aufgelegt, weil er sich dachte, die sagt mir doch eh nicht, woher sie meine Nummer hat oder wie sie das rausgefunden hat. Es war eine ewig lange Diskussion und wie gesagt, wenn, dann hätte ich mir sofort erklären lassen, hey, wo hast du meine Nummer, was hat es mit diesem Ausweis auf sich, wie bist du da dran gekommen, gerade wenn man doch weiß, dass irgendjemand eventuell mit seinem Ausweis was anstellen könnte. Und ich habe mich auch nicht so angehört, als würde ich irgendwie einen Telefonstreich oder so machen wollen. Und er hat sich gar nicht so wirklich informiert, worum es geht, weil er halt ganz genau schon wusste, worum es geht. Das fand ich halt schon krass. So, und ich habe euch erzählt, dass ich halt die Mutter auch angeschrieben hatte. Und ich habe sie dann gefragt, per WhatsApp tatsächlich, habe ich sie gefragt, hallo, haben Sie einen Sohn namens ... Und am nächsten Morgen schreibt sie mir zurück, Personalausweis geknackt, bitte wenden Sie sich an die Kripo. Aber woher weiß sie das denn? Woher weiß sie das denn? Ich habe sie doch nur gefragt bezüglich ihrem Sohn, ob das ihr Sohn ist. Sie wusste schon direkt, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich gesagt, wie kann man denn einen Personalausweis knacken? Das war mir irgendwie nicht so ganz klar. Er hat ihn verschickt und dadurch habe ich ihn nun. Es wäre nett, wenn man zusammenarbeitet und herausfindet, an wen dieser Personalausweis verschickt wurde, falls es denn so ist, wie Sie sagen. So, Kripo, schreibt sie dann nur. Alles schon im Januar geschehen. Und ich so, warum so unkooperativ? Und dann hat sie mich blockiert. Also das finde ich auch sehr, sehr seltsam, weil das Ding ist ja, das sind wie gesagt Zwillinge. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die zusammenarbeiten und das machen und dann sagen, nö, das war der, so auf die Art, ich habe seinen Ausweis irgendwie oder keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Dass die zusammenarbeiten und noch mit irgendwelchen anderen Leuten zusammenarbeiten, weil so wie der sich angehört hat und dann am Ende noch ausgerastet ist, kommt es für mich nicht so vor, als
wie soll ich das sagen, als würde er gerne helfen wollen. Weil zum Beispiel, ich habe ja mit Benjamin telefoniert und der hat direkt gefragt, hey, was ist los? Natürlich ist es mein Ausweis, ja, obwohl ich mir davor gar keine Bilder geschickt habe, sondern ich habe halt gesagt, hey, guck mal, ich habe hier deinen Ausweis. Und dann haben wir telefoniert und es war ein ganz anderes Gespräch. Also, so wisst ihr, wie ich meine? So, wie bist du an meinen Ausweis gekommen? Was hast du denn da gekauft? Und wo, wie, was? Und er so, wo hast du meine Nummer? Nein, nein, das kann ich gar nicht sein. Er wusste genau, worum es geht, genauso wie die Mutter wusste, worum es geht. Weil wäre ich die Mutter gewesen, hätte so eine Nachricht bekommen, würde ich doch fragen, warum fragen sie das und wer sind sie? Kam aber gar nichts. Nee, sie wusste ja schon direkt, worum es geht. Natürlich könnte sie eventuell auch gewusst haben, worum es geht, weil schon super viele Nachrichten kamen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil ich die Mutter so auch niemals gefunden hätte, sondern auch nur durch, wie gesagt, 10.000 andere Ecken. Das heißt, die Mutter hätte gar keiner so finden können, wie ich sie finde, dass sie irgendwie als 10.000 Leute anschreiben. Deswegen, sie muss da auch schon eine Ahnung gehabt haben oder der Sohn hat ihr wahrscheinlich vom Telefonat erzählt und meinte, hey Mama, es liegt wahrscheinlich alles auf. Und dann müssen sie sich ja natürlich eine Story ausdenken, dass die das irgendwie nicht waren. Ich meine, ich kann ja irgendwie auch veräppeln, meinen Ausweis verschicken irgendwie aus Versehen oder so und dann irgendwie sagen, hey, mein Ausweis wurde geklaut, das war ich gar nicht. Ein Konto eröffnen bei einer Online-Bank. Übrigens, Leute, ja, muss ich euch gleich noch was erzählen. Das mache ich gleich bei einer Online-Bank eröffnen auf einen anderen Namen. Und da kann ich ja schreiben, Überweisung an den Weihnachtsmann oder an egal welchen Namen IBAN stimmt, kommt immer der Betrag an. Das ist so heftig. Und dann überweisen die das auch an irgendjemand anderes. Der andere sagt dann einfach, oh, ich habe einfach das Geld behalten, weil ich einfach nicht wusste, wem es gehört. Und Geld zurückziehen kannst du halt nicht, wenn jemand das Ganze überweist, ohne dass du es halt so gesehen weißt. Weil ich habe euch doch mal erzählt, dass mein Vater auch schon mal so Gelder erhalten hat, die ihm gar nicht gehört haben und hat die Bank halt so eine Rückfrage gestellt, ob sie das Geld wieder von seinem Konto wegnehmen dürfen. Hätte mein Vater aber gesagt, nein, hätte das Geld ihm gehört. Da hätte man nichts mehr dran rütteln können, weil das eben so ist. Das ist halt doof. Genauso wie ich mein Geld nicht zurückholen konnte. Ne? Das ist halt eben so. Einmal überwiesen, ist es weg. Ja, und da brauchst du immer die Einverständniserklärung oder die Zustimmung von der Person, wo es auf dem Konto gelandet ist. Sind die Leute fair, sagen die ja klar, gibt es den Leuten wieder zurück. Sind die Leute aber Betrüger, sagen die halt eben nein. Und da gibt es dann auch Leute, die dann halt einfach dann sagen, ja, hey, das war einfach Geld und ich brauchte das gerade und das hat mir irgendjemand überwiesen. Deswegen ist es auch super schwer, diesen ganzen Weg nachzuverfolgen. Wer hat jetzt damit was zu tun? Das ist wirklich so eine ewig lange Kette. Und das ist halt eben organisierte Kriminalität tatsächlich, was halt echt doof ist. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, komm, ich schaue mich jetzt nochmal auf eBay um und vielleicht finde ich den ja nochmal. Und tatsächlich habe ich den wiedergefunden mit demselben Bild von der Nintendo, die ich ja eigentlich schon gekauft hatte. Und dann habe ich mit ihm geschrieben, das war sehr lustig, weil dann habe ich genau dieselbe IBAN bekommen. Wieder eine Online-Bank, Leute. Also richtig krass, also es war dieselbe IBAN, aber ein anderer Ausweis diesmal. Und er hat genau gleich geschrieben und das Krasse war, ich lese euch den Verlauf vor. Hallo, noch da habe ich geschrieben, ja. Kann ich mit PayPal bezahlen? Nur Überweisung akzeptiert. Okay, kann ich dann den Ausweis haben und Telefonnummer zur Absicherung, habe ich geschrieben. Ja klar, Ausweis ist kein Problem, aber Telefonnummer gebe ich nicht so gerne. Genau wie der Fall von Benjamin, wo das Handy gekauft worden ist, Telefonnummer gebe ich nicht so gerne. Ja, bei dem habe ich ja gar nicht nach der Telefonnummer gefragt, wo ich die Switch kaufen wollte. Deswegen hat mir nun einen Ausweis geschickt und ich war zufrieden damit. Und da habe ich geschrieben, okay, dann Ausweis. Und als ich das schon geschrieben habe, war der Ausweis schon längst da. Also ich habe gar nicht geschrieben, ja, okay, dann schick nur den Ausweis. Der wurde direkt mitgeschickt. Und das war ein Ausweis von einem türkischen Mädchen mit Kopftuch, was ich echt krass fand. Und genau, die kommt aus München, das Mädchen. Und ich habe auch schon sie bei Facebook gefunden und habe sie auch kontaktiert. Aber ich glaube, ihr Facebook ist so alt, dass sie da gar nicht mehr reingeht. Aber auf jeden Fall richtig krass. Sie wird wahrscheinlich auch irgendwelche Anzeigen dann bekommen haben auf ihren Namen, wo sie sich dann halt dagegen wehren muss, was natürlich echt kacke ist. Deswegen sage ich euch, bitte niemals den Ausweis verschicken, egal an wen. Niemals, wenn jemand was kaufen will und sagt, ich will deinen Ausweis haben, sagt, nein, gebe ich dir nicht. Überweist bei PayPal, macht euch PayPal. PayPal ist immer sicher, da können die per Dienstleistung zahlen. Dann habt ihr halt 2-3 Euro weniger, aber ihr seid dann auf der sicheren Seite, dass mit euren Daten nichts Schlimmes passiert. Und dann habe ich geschrieben, er hat dann geschrieben, brauche ihre Adresse für den Versand. Dann habe ich gesagt, könnte ich noch Fotos von der Konsole haben? Wie lautet denn die IBAN? Meine Adresse schreibe ich Ihnen bei der Überweisung rein, habe ich geschrieben. Natürlich habe ich nicht überwiesen. Genau dieselbe IBAN, genau dasselbe Schema. Es ist ein abfotografierter Screenshot von einem Online-Banking, also von so einer App. Abfotografiert und abgeschnitten. Wenn ihr sowas seht, direkt weg damit, Leute. Und dann habe ich geschrieben, brauche noch Fotos von der Konsole. Der Versand erfolgt versichert durch DHL mit Sendungsnummer und der Versand ist im Preis inbegriffen. Ich so, schickst du mir bitte noch Fotos, was ist der Name von der Kontonummer? Und dann hat er geschrieben, das ist der Name von dem Mädchen, von dem Ausweis. Und dann habe ich geschrieben, ich muss den richtigen Namen eingeben, sonst lehnt meine Bank das automatisch ab.
Jetzige Bilder habe ich gerade nicht. Können Sie sich anhand der Bilder meiner Beschreibung angucken? Dann der Name, also wurde mir halt geschrieben von der Überweisung, dass es angeblich dahin geht. Und dann wurde mir tatsächlich ein Bild von dem Mädchen geschickt, wo sie den Ausweis so neben ihr Gesicht hält. Das ist auch super auffällig, weil ich habe gar nicht danach gefragt. So, Hauptsache hier hast du es, hier, so. Das Geld per Echtzeitüberweisung schicken, Gruß und dann das Mädchen halt, was angeblich da schreibt, ne? Dann habe ich geschrieben, bitte ein Foto von ihrer Karte schicken. Und dann wurde schon wieder dieser weiße Screenshot geschickt mit den Daten drauf, was eben von der App vom Online-Banking abfotografiert wurde. Hab ich nur so. Dann habe ich gesagt, dann schreibt die wieder, ihre Adresse brauche ich noch, beziehungsweise er ist ja offensichtlich ein Mann. Seltsam, Ausweis schickst du, aber Karte nicht, habe ich geschrieben. Meine Bankdaten habe ich ihnen geschickt. Ich so, wie gesagt, ich will deine Karte sehen. Keine Antwort mehr. Keine Antwort mehr. Habe ich geschrieben, hallo. Keine Antwort mehr. Und dann wurde die Anzeige auch erst am nächsten Tag gelöscht und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute damit verarscht wurden. Ja, deswegen bitte ich euch, niemals auf sowas reinfallen, Leute. Zahlt nur über PayPal, nicht über Freunde und Bekannte, sondern nur über Dienstleistungen. Wenn die Person etwas dagegen hat, sagt der Person, ich zahle dir auch die 5 Euro Gebühren mehr. Aber wegen 5 Euro solltet ihr dann eben auf der sicheren Seite sein und könnt euer Geld auch wirklich wieder zurückbekommen, wenn es eben zu so einer Situation kommt, wie es bei mir gekommen ist. Ja, ich habe das alles auch schon an die Polizei übermittelt. Und ja, mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Weil, wie gesagt, die Mutter hat super komisch reagiert von dem Jungen. Und es sind beides Zwillinge auch noch. Und ja, die sehen zwar nicht so aus, als würden die was machen. Aber ich finde das halt so seltsam, wenn sowas doch passiert ist. Und wenn jemand ganz genau weiß, der Ausweis wurde missbraucht, sagt mal doch der Person direkt am Telefon, hallo, wer sind Sie? Wir können normal sprechen, unsere Daten wurden missbraucht, was wollen Sie so, ne? Aber er hat komplett alles geleugnet. Sein Bruder gibt es nicht, ihn gibt es am besten noch gar nicht. Er heißt, keine Ahnung, Sarah Mara. Er findet einen Nachnamen, der sich reimt. Warum macht man sowas? Dieser Benjamin hat mir doch auch gesagt, hey du, das ist nicht mein Ausweis, mein Geldbeutel wurde geklaut. Er hat nämlich gar nicht damit gerechnet, dass er auch mit diesem iPhone quasi in die Falle getappt ist. Das ist erst später rausgekommen. Deswegen hat er mir auch eine E-Mail geschrieben, weil das eben auch nicht versandt wurde und auch keine Antwort mehr kam. Man hat ja immer ein bisschen Hoffnung. Ich hatte auch noch 3-4 Tage danach Hoffnung, hab mir gedacht, komm, der meldet sich noch, ist bestimmt irgendwie beschäftigt oder so. Ja. Kam ja nichts mehr und genau so läuft das dann ab. Deswegen möchte ich hier mit diesem Video auch noch mal sagen, Leute, niemals bei eBay Kleinanzeigen mit PayPal-Freunde oder Bekannte oder mit Überweisung arbeiten, sondern nur PayPal über Dienstleistungen. Ja, da seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn ihr gerne solche Portale nutzt. Ich werde es für mich nie wieder nutzen, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Ja, man denkt immer so, also ich habe von mir so gedacht, ich bin voll schlau und ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Ausweis und so und ich habe niemals dran gedacht oder im Leben dran geglaubt, dass ich jemals da irgendwie mit einem geklauten Ausweis konfrontiert werde und dann so einen Stress an der Backe habe. Ich habe mich damit abgefunden quasi, ich habe jetzt 300 Euro Minus gemacht, ich muss mich damit abfinden und man kann nichts tun einfach, das ist halt wirklich doof, aber egal. Hoffentlich kriegt die Person irgendwann einen auf den Deckel, wenn das die Polizei alles nachverfolgt oder nachverfolgen kann. Wird sehr schwierig, aber ich habe ein bisschen Hoffnung und ja, dieses Video sollte euch einfach zeigen, macht sowas einfach nicht und seid einfach vorsichtig. Gerade zu der jetzigen Zeit, wo super, super viele irgendwie Geld haben wollen, weil sie irgendwie aufgrund der aktuellen Lage nicht arbeiten gehen können. Ist es alles so nervig, Leute. Naja. Auf jeden Fall war es das mit dem Video hier. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns auch schon zum nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!